Den kaufen wir jetzt noch bei Ihnen ein. Hm. Was ist das überhaupt für ein Restaurant? Asiate? Nee. Ach, er hat einen Asiate. Chinesisch. Also ein Meerkat. Ich kann es nicht lassen. So. Was ist denn gut? Der Gurkensalat ist gut, ne? Ja, es eigentlich schmeckt alles gut. Ja, keine Ahnung. Ich nehme alles, was Herzchen hat, weil Diät und so. Ach. Nicht, weil meine Werte, ich keine Ahnung. Du kannst mich ja nachher mal untersuchen, ob ich einen gesunden Lebensstil habe oder eher einen schlechten. Das würde mich mal interessieren. Oh, ich kann auch mehr kaufen. Super. Sushi? Bringt das was? Ach, ich kaufe das mal Es ist einfach. ausverkauft scheinbar. Gut, Ich habe dann es versucht. gucke ich mal wegen Frühlingsrollen. Ja. Mann, ey. Aber jetzt wegen dem Herrn Knacker hat er jetzt nicht nochmal was gesagt, ne? Nee. Ich dachte, jetzt ist er uns deswegen hinterhergefahren. Man weiß ja nicht. So, ich bin gesättigt erstmal. Oder besser gesagt, ich habe erstmal ein bisschen Vorrat. Okay, ist auch nicht mehr vorbereitet. Komisch. Da will ich mal tun hier. Also ich habe jetzt gekauft Frühlingsrolle und Gurkensalat. Also das war noch da. Okay, hey, ich will an die Kasse. Ich darf nicht. Frau Kett! Ja? Hab sie schon wieder beim Falschparken erwischt. Hä? Ich stehe nicht auf dem roten Streifen. Ja, sie stehen aber auf dem Fußgängerweg. Woher wollen Sie wissen, dass ich das war? Anhose, Weil Lukas. ich sie wegfahren sehen habe. Ja, wir haben ja nochmal getauscht danach. Oder Sie wissen es nicht, ob wir nochmal getauscht haben. Okay. Außerdem sind wir hier essen. Herr Balda, bitte. Ja. Ich bitte Sie. Ich kann Ihnen sagen, was noch da ist, aber. Ja, sagen Sie uns mal, was Sie Leckeres haben. So. Weil Ihre Frau randaliert sonst hier noch den Laden kaputt. Ja, ich habe Hunger. Frühlingsrollen. Hätten wir noch 13 da. Ah, ich doch, Frühlingsrollen. Genau, Ist noch was und. vom Hühnercurry da? Aber Hühnercurry könnten wir noch 7 Stück anbieten. Jo. So, Herr Balder, Sie zeigen mir gleich, wie ich parken muss und dann machen wir das schon. Ja, das machen wir. Weil bevor Sie mir hier tausendmal am Tag eine Belehrung geben, möchte ich doch mal wissen, wie Sie das hier handhaben. Deswegen zeigen Sie mir jetzt, wie man parken soll. Ich habe Ja, das nächste Mal gibt es eine Strafe. Ja, dann bieten Sie doch mal an, ein Fahrsicherheitstraining für die netten Medikangestellten. Ja. Kann ich machen. Und ich möchte auch bitte ein Selbstverteidigungskurs machen. Bei Ihnen. Dass ich. Hier. Naja, oder bei Ihren Mitarbeitern. Oder bei Ihren Mitarbeitern, so dass wir. Wie willst du mir etwa meinen Mann ausspannen? Nein, der hat doch noch Etwa. der hat doch genug Mitarbeiter, ja. Wenn Sie sich danach verarzten, kann ich Ihnen jetzt schon mal Boxen beibringen. Ich kann mich nicht selber verarzten. Seite meiner Frau. Mach ich. Nein, So. nein. Drück, Das machen wir irgendwann andermal. Mausmuskel. Den rechten. Ja. Ja. Und wenn ich sie jetzt schlage, dann drücken sie mal ganz schnell ihren Leertastenmuskel. What the fuck? Was? Ja. Okay. Mich immer mit der rechten Maustastenmuskel anvisieren. Okay. Auf jeden Also Fall drücken. bereit. Dauerhaft drücken, sonst gibt es Kopfschmerzen. So. Ich schlage jetzt zu und dann müssen Sie genau in diesem Moment den Leertastenmuskel betätigen. Na super. Sind Sie soweit? Ja, so schreien Sie bitte, wenn Sie. Und 3, 2, 1. Ah! Ey, das ist ja cool. Das ist ja cool. Das wusste ich ja gar nicht. Mensch, ich hab ja doch was drauf. Wenn Sie dazu noch den linken Maustastenmuskel drücken, dann hauen Sie Ihrem Gegenüber noch 2 Schläge rein. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja. So, jetzt sagen Sie mir, wie muss man hier parken? Ich bin jetzt extra raufgefahren, weil der Markt, der schleppt sonst immer ab, wenn das Auto auf der Straße steht. Also hier müssten 2 Reifen sein,
und hier auf der Straße zwei Reifen. Okay. Machen Sie mal auf, dann. Oder ja, genau. Auto beam dich rüber. Also, Herr Balder, randalieren Sie doch nie. Das, ja, das sind meine Stühle, die darf ich umwerfen. Na, das ist doch schon das Nachbarrestaurant. Ach, das gehört ja auch noch mir. So, ich fahre jetzt mal kurz hier so ein bisschen. Pass auf. Ja, ich habe extra nicht auf den roten geparkt, so. So darfst du. Genau, wenn sie dann immer noch jemand abschleppt, dann dürfen sie sich bei mir melden, dann kriegt der einen auf den Sack. Alles klar. Ja, ich habe gedacht, weil wir noch rotes Licht an hatten, dass wir erkenntlich zu sehen sind, dass wir nicht falsch parken. Ja, wenn ihr Fahrzeug aus ist, schalten sich auch die Lichter alle aus. Nein, eigentlich nicht. Also in meinen Augen schon. Okay. Naja, oh, auf jeden Fall. Da ist ein Kollege von Ihnen da. Wo? Da hinten ist gerade ein Polizeiwagen vorbeigefahren. Ah, ja, das ist der Kollege, zeigt. Oh, okay. Ja, dann ist ja super. Ich habe auch was zu essen gefunden. Ja, ich habe Frühlingsrollen und Gurkensalat. Oh, der Gurkensalat ist besonders gut. Ja. Also wenn Sie immer willkommen. So gesund essen, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, dann wird der Hunger deutlich weniger. Wenn er erfüllt. Ja. Nee, ich habe mal gedacht, heute ein bisschen was Gesundes essen. Laut GPS, also wenn Sie das nur Fastfood essen, dann wird es teuer. Ist das richtig? Ja. Ja, sag durch. Im ersten Augenblick, aber Kachi? Auf lange Sicht. Ja. Tankenfahren, oder? Ja, sag mal ja. Positiv. Ich bin mal unterwegs dann. Jo, okay. Jetzt hat die Karre wieder leer in den Garage gestellt. Ah. Alles klar. Tschüssi, Koski. Tschüss. Wo hat er geparkt? So. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt hier einfach mal so links rein. Ne? Du kannst das Licht übrigens ausmachen. Okay, du kannst das Licht übrigens ausmachen. Das Licht. Licht. So. Wehe, der fährt uns jetzt hinterher. Ich habe keine Ahnung. Würde ich dem sogar noch zutrauen. Ja, der muss ja einen Mordshass auf dich haben. Tja. Oder auf uns. Nee, der nicht eher auf mich. Der denkt bestimmt, ich vertätschel dich. Hier auf Arbeit. Nicht zu schnell fahren. Herr Balder ist unterwegs. Er ist bald da, an Ort und Stelle. Mhm. Oh nein, das ist einfach ein Polizist. Ich fahre dann mal hier so ganz cool rein und dass es nicht auffällt, dass ich falsch war. Nein, ich mache alles richtig. Oh nein. Soll ich schnell tanken? Jo. So gerne tun. Ach, guck mal, wer da hinter uns ist. Juhu. Hallo. Hi. Also, Chef, der Herr Balder, der mag keine Frauen. Vor allem nicht seine Frau. Warum? Weil er uns schon wieder... Der hat uns jetzt zweimal hintereinander angehalten. Und das ist echt nervig. Einmal sollen wir falsch geparkt haben, dann ist sie gefahren und dann hat er sie, weil er sie irgendwie falsch gefahren ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin recht neu hier. Hallo. Hallo. Und zwar habe ich jetzt in meiner Hosentasche habe ich meinen Geldbeutel, meinen Rucksack und eine Kühlbox. Mhm, jo. Das Problem, was ich jetzt habe, ich habe meinen Schlüssel von meinem Roller in meinen Rucksack und jetzt bekomme ich nicht mehr in die Hosentasche, weil die Taschen voll sind. Das ist natürlich, dann würde ich mal die Kühlbox ablegen, okay. Diese in den Rucksack stecken und dann den Schlüssel... Oh, okay. Die Kühlbox nicht... in meinen Rucksack gepackt, weil ich glaube, die Kühlbox ist zu groß. Kann auch sein, dass es ein Käfer wie viel, ist. Wie viel Platz haben Sie in den Rucksack? In meinem Rucksack habe ich noch theoretisch noch einen Platz frei. Ja.
Ja, es kann sein, dass die Kühlbox, dass die, aufgrund, weil die so relativ groß ist, dass die zwei Plätze einnehmen muss. Okay. So, und jetzt haben Sie ein Problem, jetzt kriegen Sie Ihre Rolle nicht aufgeschlossen, richtig? Ja, genau, ich kriege jetzt meinen Schlüssel nicht mehr aus meinem Rucksack raus. Ich müsste jetzt die So. Kühlbox halt wegschmeißen und ja. Wie viel Platz haben Sie in Ihrer Hosentasche? Meine Hosentasche habe ich drei Plätze. So, was ist da jetzt drin? Mein Geldbeutel, mein Rucksack und meine Kühlbox. Ja, Also Geldbeutel und Rucksack sind ausgerüstet, Kühlbox habe ich noch was. dann müssten Sie wirklich die Kühlbox wegwerfen. Und die Fische, die Sie, haben Sie überhaupt eine Angel, ja, war? Ne, Angel habe ich, die habe ich mir aber alles erst gerade gekauft. Ich Ja. habe mir jetzt überlegt, hat mein Roller nicht, der hat da vorne so ein Handschuhfach, oder? Sie können gucken, ob Sie was in den Roller reingesteckt bekommen, was ich aber wage zu bezweifeln, Okay. weil Sie dafür eigentlich einen Kofferraum bräuchten. Ansonsten kann ich Ihnen bloß empfehlen, im Rucksack vielleicht dann drei, vier Plätze freilassen und erstmal damit anfangen zu angeln, bis Sie halt ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt haben. Grüß dich. Na. Na, bist auch tanken und so spät noch wach, sagen wir mal so. Natürlich. Alles klar. Aber irgendwie funktioniert hier mein Tank hier nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Dann musst du mal ein Stück mit deinem Auto zurückfahren. Nee, ich bin ja schon im Menü drin, also von Ach daher. so. Ah ja, das habe ich auch manchmal. Das ist zurückgesippt. Hier null an. Naja. Warte mal. So. Immer noch. Ah, okay, verstanden. Ja, das ist mal so das, was ich Ihnen empfehlen kann. Ja, nee, klar, ja. Okay. Dann können Sie Nee, auch Ihren gut. Schlüssel wieder vorne reinpacken, weil den Eben, müssen ja, Sie immer in der genau. Hosentasche haben, weil ansonsten, wenn es im Rucksack drin ist, dann funktioniert jetzt dieses Keyless-System nicht. Genau. Nee, okay, weiß ich Bescheid. Dann, So. muss ich Nichts mal gucken. dafür. Okay, Okay. super. Jo, Dann wünsche ich wünsche Ihnen einen einen schönen schönen Abend. Tag. Tschüss. Jo, ciao, ciao. Viel Spaß. Danke. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges oder bist du uns verfolgt? Nee, ich bin gerade selber tanken gefahren, weil mein Tank war oben, ist halb voll. Ja, unser war fast tot, ne? Aber wir wurden ja auch ständig aufgehalten, wo wir. Das hab ich über den Tracker gesehen, dass er leer war. Ja, sorry. Nee, ansonsten gibt es nichts mehr. Die Bastian und Chris, die sind jetzt in meinem im Büro. Die machen noch am Ausbildungskonzept. Wenn Alarm sein sollte, sind sie bereit. Und Lukas ist gerade im Dienst auf dem KTW 1 und da fahre ich jetzt auch wieder hin. Jo, okay, alles klar. Nee, wir Jo. kommen hinterher. Okay. Was? Jo, wir fahren hinterher. Wohin? Bis halb drei. Na, in den Innendienst. Okay. Es sei denn, ah nee, gegessen haben wir. Wir sind voll ge steckt mit tollen Sachen, die das Leben glücklich machen. Bitte, lass sie nicht hier sein. Ich mache das alles vorbildlich. Ja, jetzt hast du hier schon Schuss, Auto zu fahren, ey. Nur, dass du irgendwas falsch machst hier. Da kam der Flitzer vorbei. Den kriegt er wieder nicht, weißt du, der mehr als 80 fährt. Aber uns immer. Ja, ich glaube, das ist das Auto. Wir brauchen auch ein Undercover-Auto. So ein anderes Krankenwagen-Ding. Dann werden wir wenigstens nicht so auffallen. Oder meinst du nicht? Oh, da kommt Whitney. So, naja, die können dann ja gleich mit der Ausbildung anfangen, weil wir sind alle keine Ausbilder. Nö.
Aha, Lukas, was machst du denn da? Der wollte sich bestimmt gerade wegrennen vor uns. Nee, vor Britney. Okay. Oh, wird's heute nicht unser Charlie sein? Oh. Britney meldet sich zum Dienst. Die darf, wer ist denn Leitstelle? Herr Parker, ne? Brian, ja. Ja, das darf er machen. Der darf sagen, wo sie raufgeht. Hallo! Lukas will nicht mehr unser Charlie sein. Ne, ich gehe gleich schlafen. Ja. Oh. Kaum ist Britney da, haut er ab. Hast du was gegen mich? Der ist ja auch schon seit, bestimmt schon seit 12 Stunden im Dienst. Nee, seit 19 Uhr. Ich war doch nicht so lange, ja. Okay, ich dachte schon. Ja, jetzt müsste Bastian eigentlich kommen. Bastian ist da. Oh, okay. Ich gehe mal zu den beiden Herren hin. Gardendienst. Kuckuck, eure Dings ist da, eure Auszubildende. Wollt ihr die jetzt ausbilden oder eher nicht? Chris? Mir ist es egal. Weil... Wir sitzen zwar gerade noch übers Ausbildungshandbuch selbst. Ja, ich weiß, aber weil wir sonst wissen, weil, oder wir schicken sie bei Herr Parker mit, das ist eine gute Idee. Oh, der freut sich immer. Jo. Der mag sie. Parker für Catcom? Okay. Ist der Parker verschollen? War der nicht vor uns? Der war eigentlich hinter uns, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Naja, wer weiß. Wer weiß, was der schon wieder treibt, der Bengel. Auf seiner Seite Kopfschmerzen hat. Nee, ich hoffe doch nicht. Weil die Krankheiten hier werden ja langsam immer verrückter. So, ich brauche einen Bluttest, da brauche ich. Ach so, Luna, kannst du mich mal abhorchen? Mhm, klar. Oder dass ich mal weiß, wie es um mir steht. Vielleicht bin ich ja schon den Tode nahe geweiht. Aber jetzt nicht Blut absapfen. Nee, aber dein Blutdruck liegt bei 100, dein Lebensstil hier auch ungesund. Naja, okay, das geht. Ich hatte vorhin einen mit lebensbedrohlich. Ja. Hatte ich auch schon. Das war dann so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt will ich doch auch mal wissen, wie es um mich steht. Ob ich auch lebensbedrohlich bin, so, aber ich gehe mal meine Rüstung auffrischen, weil ich habe nicht mehr alles mit. Wenn du willst, kannst du auch gleich mal bei mir gucken, wie es bei mir aussieht. Okay, mache ich. Wäre super. Spielen wir jetzt Artspielchen, ja? Klar. So, einmal tiefer. Oh, gesund! Echt? Ja. Okay. Wie hast du das geschafft? Ich habe nur Schlemmerkörbe gefuttert. Oh Mann. Herr Parker. Jo. Sie kriegen die Britney mit auf dem Schiff. Weil die beiden Auszubildenden, mit denen habe ich geredet, die haben jetzt zu viel zu tun, dass sie sie erstmal ein bisschen unter den Schlips nehmen. Zu Lukas auf dem KPW 1. Ach doch, nicht zu ihm? Weil die sollte ja was von Meistern lernen und... Ach so, ich bin ja auch nicht mehr zu lange da. Ach so, ja gut, Lukas auch nicht, der hat gerade schon gesagt, dass er bald geht. Dann müssen wir... Ja, dann müssen doch die beiden anderen das machen. Mal kurz, dann kommt, warte mal, dann sortiere ich um, dann kommt Britney aufs Auto. Mhm. Solange ich noch da bin. Jo. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist ja einfach. Ja. Ja.
Gut, machen wir so. Gut, gut. Hallo, Whitney. Ach, ich wollte einen Bluttester holen, Mensch. Passt. Also gestern, als ich noch mit Bastian unterwegs war, da ist auf einmal der Roller von ihm hier aufgetaucht. Ja. Nee, das ist, okay. Das hat sich heute alles geklärt. Ja? Ja. Er hat sich heute, musste man einmal reanimieren, dann hat er das ruhige Gespräch mit mir gesucht und hat sich für alle Taten in Verantwortung gezogen und sich dafür vielmals entschuldigt. Und Lucy zu meiner rechten Seite, Luna, hat er sozusagen auch alles, was dort passiert ist, sich dafür entschuldigt. Na, okay. Viel zu viel Stress heute. Ja. Warum bist du abwesend? Ich prüfe. Ah. Leitstelle prüfen. Alles klar. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist... Ja, das ist immer noch ein Alter. Ich lösche den alten mal. 23. Das ist, Ich... Ich habe angenommen. Ich fahre mal mit. Ich. Wollen wir los? Ja, ich würde. Mal das NEF von den ELW. Okay. NEF 1, ELW 1 übernehmen. Jetzt ist der Parker der Charlie. Ah, da steckst du hier ein. Mach mal auf, mach auf, mach auf. Schlüssel, Schlüssel. Dann machst du Alarmi an. Yep. Boah, Alter. Huch. das. Wer denn? ELW 1, Status 3. What? NEF 1, Status 2. Das musste ich gerade überlegen. Ah. Okay. Scheiße eingepackt, ist egal. Wer meins sonst? Wo ist er nicht da? Im Keller. Wo? Oh, ja. Soll ich PD anfunken? Ja, bitte. Kat, nimmst du dann bitte, Britt, nimmst du mit deiner Hand, weil sie ja noch. Ja, ist. Alles da. PD für Andy, komm. Gefängniszeller wahrscheinlich. PD. Hört, komm. Wir haben hier einen Notruf in der Polizeizentrale. Ja, warum? Gefängniszelle wahrscheinlich. Dürfen wir hin oder nicht? Wenn der Wayne umgekippt ist, ja. Okay, würden Sie uns denn die Tür aufschließen? Dankeschön. Ja, wir sind beim PD. Achso. Ja, schon da. 404 im Aus. Bin 4. Warten Sie, ich hänge im Funk. Ja. Gefängniszelle. Nicht wundern, Charlie und die drei Engel sind da. Die letzte Gefängniszelle. Die letzte. Oh, der Herr Wayne. Ja. So. Alles klar. Wer will? Luna, du darfst. Eigentlich hätte er auch mal Britney rumprobieren können. Als Schwerverbrecher. Hat er wie kann ich noch mal reanimieren? Das ist bei Animation, nee, ne? Nein, bei Behandeln. Behandeln? Mhm. Ah, Behandlung. Mhm. Ja, okay. Gut. Hatschi, hast du wieder die Sirene angelassen? Nein, ihr, aber bei mir wart ihr das. Das war dein Auto. Ich habe extra ausgemacht. Ja, ich auch, deswegen. Wie viel Prozent Lebenschance hat er? 22. Na, soll ich machen? Ich versuche so lange, bis es bei Null ist.
Ja, okay. Ja, das kommt halt auch drauf an, ne? Vielleicht hast du heute jetzt nicht mehr den richtigen Druck. Also kannst auch. Okay, jetzt ist nur noch 14. Shit. Soll ich mal probieren? Komm schon. Komm schon. Hau ihn einmal ins Gesicht zwischendurch. Das macht dir nichts aus, also. Ja. Oh, sag ich ja. Ja. Wayne, sind Sie ansprechbar? Hey Mann, Alter, was geht ab, Mann? Mann, Sie müssen noch essen. Herr Wayne. Hey, yo, wo bin ich hier, Mann? Sie sind uns wieder umgekippt. Wayne, nehmen Sie mal bitte die Hände hoch. Nee, warte mal kurz. Herr Wayne, können wir Sie kurz untersuchen? Ja, können Sie, verdammte Scheiße. Ja. Dann, Brittany? Ja? Dann gehst du bitte mal ran, lässt dir die Hand von ihm geben, untersuchst ihn bitte mal und dann, wie viel Blutdruck er hat. Alles klar. Könnte ich einmal Ihre Hand haben, Herr Wayne? Verdammt, Mann. Wie lange sind Sie denn schon hier, Herr Wayne? Ich bin, glaube ich, seit einer halben Stunde hier, glaube ich. Okay. Wayne, wir haben Ihnen doch Essen gegeben. Ja, aber ich habe das kurz vergessen, ich habe auf ein Handy geguckt und ja, da kennt ihr das doch. Der Brief ist bei 30. Bei 30. Ja. Sie haben in der Zelle ein Handy bei, schön. Aber ich hoffe doch ohne Empfang, dass hier alles schallgeschützt ist. Das ist ja Präsidenten-Suite extra für mich hier, ne? Achso. Kachi? Was? Nee, Luna, hast du Morphium bei? Gibst du ihm bitte mal Morphium? Ja. Ich hätte auch zur Not. Ich glaube, wenn wir nächstes Mal herfahren, nehmen wir gleich eine Blutkonserve mit. Was hat er denn? 0 plus, ne? Ich hab 0 plus. Ich hab 0 plus. Man kann nie abzapfen. Ja, gehen Sie mal ein Stück zurück, Herr Zeit. Irgendjemand ist von uns. Habt ihr gehört, wenn er 0 plus ist? Ich bin auch 0 plus. Ja, Herr Wayne hat 0 plus. So. Ja, ja. Auch 0 plus. Ja, und ich hab eine Blutkonserve dabei. Du hast 0 plus Blutkonserve bei? Nein, ich hab's 0 plus und ich habe eine leere Blutkonserve dabei. Achso. Verdammte Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Ich bin noch ein bisschen hungrig. Ich muss was essen. Ja, dann tun Sie das mal. Brittany? Genau. Ja. Möchtest du noch mal gucken? Ja. Nach dem Blutdruck? Ja. Ich geh mal ein Stück weg. So. Aber wenigstens darf er seine Sonnenbrille behalten hier drin. 75. Okay, Herr Wayne, ich denke mal, wir können Sie erstmal mit dem Blutdruck von 75 erstmal wieder mit bestem Gewissen erstmal entlassen, aber bitte denken Sie dran, regelmäßig zu essen. Ja, das war halt das Problem. Ich habe halt nichts gegessen und das ist halt wegen dem Handy. Ich habe zu viele Filme geguckt und ja, dann habe ich halt. Das Essensgefühl vergesse ich halt dann, Mann. Verdammte solange, Scheiße. Und dann, ja. Solange der Akku nicht leer geht. Ja, deswegen dann essen Sie jetzt bitte was und dann dürfte es eigentlich gleich wieder in Ordnung sein. Aber ja, tut mir auf jeden Fall nochmal leid, ne, dass ich hier. Noch bestimmt noch die Hand offen. Hier, ich bringe. Ich hab genug Essen, ehrlich. Ich brauch nichts mehr. Die haben mir ehrlich gutes. Die haben mir einen Double Triple Burger und so eine Scheiße. Okay. Chicken Nuggets extra mit Süß-Sauersoße und alles. Perfekt. Hier ist ehrlich, dann ich fühle mich hier. Ja, dann können, dann als ob ich ein Präsident wäre, Mann. Dann können wir sie mit bestem Gewissen dann sozusagen wieder zurückgehen und guten Hunger dann erstmal auf jeden Fall. Genau, Herr Wayne. Ja, tut mir nochmal aufrichtig leid, dass alles ich gut. gestorben bin. Ey, alles yo, in Ordnung. Ey, yo. Alles das in Ordnung. Kann sein, dass das wegen dem Quack hier auch gestorben sind sie ja nicht, sonst wären sie jetzt ja nicht mehr hier. Ja, ich brauch halt ein bisschen, ne, das verdammte Scheiße, das ist halt der Entzug, Mann, der ist hart. Ja, das glauben wir Ihnen. So, Herr Zeig, ich glaube, dann... Genau. Oh, er geht sogar freiwillig. Ich will mich wieder einsperren, Mann. Wow, sehr kooperativ freiwillig. Heute. Na klar, wenn er zwei so wunderschöne Frauen da stehen hat. Gut. Wohin, noch einen schönen Aufenthalt. Wie lange müssen Sie denn noch? Ich muss noch 200. Boah, ist ja schon mal die Hälfte, ne?
Dann ja, ich hatte eigentlich 250, 30. Hm. Ja gut, dann noch nicht die Hälfte. Hm. Gut. Gut, dann auf Wiedersehen. Dann noch gute Besserung, Herr Wayne. Verdammte Scheiße, haut rein, Mann. Aber verletzen kann er sich da drin nicht, oder? Wenn er gegen die Zellenwand hüpft oder so? Kann er nicht, nee. Okay. Haben Sie schon mal ausprobiert, Herr Parker? Ja, das war sozusagen eine Gefängniserprobung im Aufbau und da ging sowas nicht. Ja. Hm. Okay. Die Zellen sind genauso aufgebaut. Okay. Dann schönen Abend noch. Tschüssi. Abend noch. Oh. Tschüss. Danke, gleichfalls. Oh, jetzt möchte ich wissen, welche Sirene jetzt an ist. Ja, bitte. Also, Polizeiauto, wie es aussieht. Ist nicht unser. Hm. Ach, dann ist es vom Abschlipper. Ist bestimmt vom Abschlepper. Nee, vom ELW. War sie jetzt gerade noch an. Zumindest bei mir. Bei uns auch. Waren beide noch an. Scheiße. NEF 1, Status 1.